Sony Computer Entertainment presents Tear Away Unfolded. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Tear Away of Unfolded. Da! Jetzt ist er an! Kannst du sie sehen? Oh ja! Was ist das? Es ist ein Wesen. Ah, ein Wesen. Was ist ein Wesen? Finden wir es heraus. Hallo, Wesen. Wer bist du? Entschuldige, aber wie sollen wir dich anreden? Okay, das war ein bisschen strange. Wir machen es mal so. Das ist zwar keine Anrede, aber ihr könnt mich gerne auch kleines hässliches Männchen nennen. Wie ihr wollt. Oh, der ist aber nett. Gut, jetzt wo alle da sind, ist Zeit für Geschichten. Aber wie fangen wir an? Mal sehen, was in dieser Kiste ist. Sieht interessanter aus. Mega. Mist. Oh. Nein! Oh, soll das etwa ein Witz sein? Für uns ist nichts dabei. Was? In dieser Geschichtenkiste gibt es für niemanden was. Das stimmt. Wo ist der Ausschalter? Du! Ja, du! Du musst uns helfen. Zeig uns den Weg. Leuchte dein Licht in unsere Welt. Okay. Halte... Na los! Hey. Folge den Anweisungen unten auf deiner Geschichtenkiste. Halte R2 oder L2 gedrückt, um mit deinem Leitlicht zu leuchten. Zeit, unsere Welt zu vereinen. Da, eine Nachricht. Eine Einladung aus unserer Welt an deine. Na gut, die vierte Wand wird durchbrochen. Endlich. Jetzt kann die Geschichte beginnen. Tear Away Unfolded. Diese Geschichte braucht eine Heldin. Oder einen Helden. Richte das Leitlicht mit R2 oder L2 auf die Briefmarke eines Kuriers und ziehe sie zum Umschlag. Ach, okay, ich bewege das um den Controller. Ich will nicht die. Nicht mehr ihn. Ich muss an ihr vorbei. Nein. Menno. Ja, blöd, dass da mein Stativ steht. Ja. Ja, es ist halt echt ein bisschen blöd. Da steht halt ein Mikrofon. Ja. Ich will einen Augen-Joe. Die Nachricht muss jetzt ein Kurier werden.
dieser da heißt Iota. Er hat eine Nachricht nur für dich. Oh. Leuchte ihn mit dem Licht an. Zeig ihm, dass du da bist. Toll. Soll ich den auch noch blenden? Dabei hat er nur noch ein Auge. Versuch das besser mal woanders. Oh, sieh dir das an. Ich glaube, das gefällt ihm auch. Hallo. Oh, setze noch mal. Oh, ja, du erfüllst diese Welt wirklich mit Leben. Er hat dich gesehen. Ich glaube, er wird dir jetzt folgen. Leite ihn mit deinem Licht. So boah, viel dazu. Ich muss jetzt aber nicht die ganze Zeit so mal steuern. Sehen, wo er hin will. Ich will gerne mit dem Stick steuern. Das wäre leicht retarded, vor allem mit dem Stativ hier. Oh, das ist jetzt sehr wichtig. Achte auf die Eichhörnchen. Ihre Zungen sprechen die Wahrheit. Hallo Wesen, ich bin ein Anleitungshörnchen und hier um zu helfen. Wenn ich etwas Neues erklären muss, tauche ich auf und rede mit dir. Wenn du feststeckst, erscheine ich in der unteren rechten Bildschirmecke. Drücke die Pfeil nach unten Taste. Wenn du mich siehst, dann öffne ich den Eichhörnchenführer auf der richtigen Seite. Jetzt sollten wir erst deinen neuen Freund unter Kontrolle bringen. Versuche jetzt dein Leitlicht direkt auf das Gesicht des Kuriers zu leuchten. In your face. Geh ins Licht. Ich erblinde dich komplett. Eine Verbindung entsteht. Und schau, da oben, da entsteht ein Weg rüber in die Welt des Wesens. Iota, da musst du deine Nachricht hinbringen. Lass dich vom Wesen leiten. Yay. Jetzt, da du eine Verbindung mit dem Kurier hast, wird er auf deine Befehle hören. Bewege ihn mit dem linken Analogstick. Probiere es jetzt aus. Yay! Ui! In your face. Yeah. Ups. Ich kann Eichhörnchen blenden. Okay. Nee. Für euch gibt's keine Nüsschen. Keine Nüsschen für die Hörnchen. Keine Nüsschen für die Hörnchen. Keine Nüsschen. So, was sagt jetzt? Keine Nüsse mehr da. Ja gut, dann verschwinde ich halt mal. Tschüss. Da ist was. Ich hab die Blume erweckt. Wupp. Was ist das? Hallo? In your face. Halt, ich muss leuchten. Nein, ich sehe nichts. Ja.
Was ist das für eine seltsame neue Kreatur? Ich habe es gesehen, der Himmel ist aufgerissen. Ganz so, als ob... Was? Ganz so, als ob er seinen Mund aufgemacht hätte, um uns zu verschlingen. Es ist eindeutig ein Ohm des Bösen. Dieses Loch muss wieder zusammengeklebt werden. Was kann das nur bedeuten? Ist der Himmel müde, versuchte zu gähnen? Dann sollten wir ihm ein Schlaflied singen und die Macht irgendwas. Und die Macht kommen lassen. In ihrem Zorn haben sie vielleicht ein Loch in den Himmel geschlagen. Aber was ist, wenn die Götter wütend sind? Okay, wo muss ich denn hin? Ach, da lang. Ja, blöd, wenn man natürlich die falsche Richtung läuft. Zweig! Oh, oh je! Da, das war doch nicht schlimm. Aber die Geschichte braucht ein paar Schurken. Wie wär's mit Krähen? Krähen sind furchterregend. Weichling, nein. Wir brauchen etwas Neues. Etwas Böses aus der Welt des Wesens. Etwas wie die da. Sieh nur, wie sie hereinströmen. Das gibt der Geschichte eine fiese Wendung. Und wie genau nennt man die Dinge? Schnipsel. Furchtbare kleine Dinger. Oh nein! Böse Schnipsel. Böse Bus. Oh, eigentlich ist das ein ziemliches Chaos. Die Leute scheinen eure Hilfe zu brauchen. Das ist das Ende der Welt. Fällt eine Plage vom Himmel, um uns zu vernichten. Es fällt eine Plage. Bist du eine von denen, ein Geist der Dunkelheit? Oder ein Bringer des Lichts, der uns rettet? Tu, was nötig ist. Ich kann nicht hinsehen. Dann lasst euch für die Schnipsel hypnotisieren. Sie werden ihn überall hinfahren. Probier es mal in diesen Schnipseln aus. Rein mit euch ins Loch. What the fuck? Hä? Was war das? Ja, und jetzt? Muss ich jetzt alle Schnipsel kaputt machen? Das Licht hat die monströsen Tentakel verscheucht. Ich brenne halt Zeitung weg. Ja gut. Kann man schon mal machen. Das Licht hat ihnen gesagt, dass sie in den Brunnen springen sollen. Kann ich jetzt hinterher springen? Hui.
Burn, motherfucker. Burn. Lalalalalalalala. Hey, das hab ich doch vorhin schon weggemacht. Wie brutal. Das Sonnenlicht gehorcht dir. Du hast uns gerettet. Danke. Ja, und jetzt? Dun, 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 dun. Das ist schon leicht brutal. Du hast diese Steine zum Fallen gebracht. Die Geister unserer Vorfahren müssen dich geschickt haben. Scheinbar. Gut gemacht, ihr beiden. Ihr habt die fiesen Augenkisten vertrieben. Die haben noch mehr Tricks auf Lager. Okay, das ist meine Geschichte. Gut. Die Bühne ist bereit. Darsteller ausgewählt. Deine Rolle ist es, Jutta zu leiten und so die Nachricht zu überbringen. Auf zu dem Loch im Himmel. Viel Glück. Das ist meine Geschichte. Viel Glück. Na dann würde ich mal sagen, das war doch eine schöne erste Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge Terrorway Unfolded wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.